Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arnie der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast. Voila! Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Okay, dann gehen wir mal zu ihr. Was können wir bei ihr machen? Reden? Okay, bei ihr kann man nicht reden, aber bei ihm auch nicht. Ach so, zum 3D-Drucker. Sag das doch. Ich brauche auch so ein Teil. Jo. Lackierung, klar. Jumper? Ein Jumper? Was ist das? Kriege ich eine Erklärung? Bitte. Soll das eine Drohne sein oder nur ein Fahrwerk? Oha. Okay. Wieder mit dir reden? Hä? Hey, habe ich jetzt zwei von den Pistolen oder was? So, nutze Ausrüstungsrad, um Geräte auszurüsten. Halten, okay. R wähle ein Gerät aus. Okay. Über einen was? Über einen was? Setz den Quadrocopter ein oder Jumper und übernimm die Kontrolle über einen. Über einen was? Über einen Menschen? So, jetzt können wir ja mit ihm reden. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte der Zeck heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schicke der Zeck dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Ihre Koop-Operation aus. Ja, da habe ich vielleicht eine gute Nachricht. Und zwar, vielleicht werde ich hin und wieder mal ein paar Koop-Operationen mit dem Schwarmfuzzi machen. Mal gucken, wie der Noob so ein bisschen sich anstellt, ne? Okay, stiehl Daten von rivalisierenden Hackern. Kein Problem. Mache gemeinsam mit den Koops Jagd auf Rivalen. Mit den Koops. Aha. Okay. Und jetzt mit ihr sprechen.
echt abgefahren, was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Followerwand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DedSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Ja, dann machen wir mal einen Spaziergang im Park. Wie komme ich hier raus? Da. Gut, Spaziergang. Spaziergang. Ey. Wie komme ich hier raus? Hallo? Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Ah, cool. Ich kann hacken und mir dadurch Nachrichten holen. Cool. Gut. Was denn hier? Ausruhen. Nein. Ich will jetzt nicht schlafen. So. DedSec App. Hauptoperation. Die da bitte. Mission wird verfolgt. So. Gut. Vibriert doch nicht andauernd. Komm ich jetzt da raus? Yay! Öffnen. Ein Spaziergang, der im Park, ja, der ist so wunderschön. So. Cool, sieht auf jeden Fall mal hammermäßig wieder aus. Es lohnt sich, ne? Ja. In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld. Hier sehr viel Geld. Okay. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Ops in der DedSec App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Ops. Oh yeah. Gut, mal mit dem hier sprechen. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was für ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album. Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney?
Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Yeah. So, ein bisschen mal hier rumlaufen, was hier so ist, ne? Nudel. Nudlet. Nasch. Was? Oh. Deadsec. Oh, schon 4 Missionen? Nebenoperation. Mach, oh, 13.000 Follower. Machen wir das direkt mal. I need a Auto. Oder? Wie weit ist das? Viel zu weit. Marcus, Leute, der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Ja. Sport. Kommt das Auto jetzt hier hin, oder? Ah, da. Cool. Definitiv. Man muss wenigstens nicht immer laufen oder klauen. Okay, der fährt sich aber ein bisschen beschissener als der von eben. Ich bin mein Muscle Car von eben wieder. Boah. Die haben aber alle so mega starke Bremsen. Das war so weit. Ups. Sorry. Und? Ups, sorry. Nein. Die brauche ich nicht. Au. Okay, die Steuerung reagiert aber echt schnell bei dem. Wow. Guck, guck. Silicon Valley. Ey, hier ist doch Apple. Apple und Microsoft. Ne, die sind Redwood. Wer ist denn hier noch in Silicon Valley? Ah, da war hier noch alles. Oh. Ich konzentriere mich hier so auf die Umgebung. Wow. Sorry. So, eine Mission. Ey. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Auckland's Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. So, was haben wir hier? Geld überwiesen? Ich wollte doch kein Geld überweisen. Nicht cool. Komm ich hier hoch?
Ja, und jetzt, das war's? Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dex, Bitch! Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Hey, ich will da in den Wagen. Woo, 13.000. Ah ne, der Zack. So. Blum, Hauptoperation, Nebenoperation. Ach so. Was denn jetzt? Ups. Was muss ich denn jetzt machen? Sorry. So. Hey, fuck! Was denn? Achso. Ah, was wollen wir hier? Einen Moment. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Hä? Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ach so. Kling. Hallo? Skid. Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dakes. Ach du Scheiße. Ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch. Yep. Kann ich mal reinhören? Born and raised, old and crazed. Hate is blown the fuck away. Feeling lucky, you ain't the hero of the story. You don't go out in a blaze of glory. Make my day, tell him Boba sent you. Scheiße! Ist das krass! Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitte, ohne Kohle läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach! Ah, hä? Da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Hä? Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Nein. Nein. Oder. Was? Komm schon, was macht ihr da mit mir? Warum ist It's just a prank. Ich gehöre zu den Guten. Das ist doch nur ein Geschäft, Mann. Ich habe Aktionäre, verdammt. Oh. Ach man, Twitch ist abgestürzt. Woohoo! Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämie-Forschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts.
Yo, wer war das? Geil. Maske kam, die da irgendwas? Nein, war ja klar. Dann halt nochmal Sport. So, wo ist mein Auto? Da. Da ist mein Auto. Da rein. So. Mission erledigt. Hoher Preis. So, dann machen wir mal Cyberdriver. Oh, schon wieder so weit. Go, go, go. Ja, das ist ein fettes Einkommen. Gott, die Kiste aber ist Power! Whoop. Hat er nicht noch Nitro? Glückwunsch, Marcus. Unsere Followerzahl steigt schnell. Wie viele von denen erlauben uns auch den Zugriff auf ihren Computer? Alle, darum geht's doch. Die geben uns Zugriff auf ihre Leistung. Wir bauen ein wachsendes Computernetzwerk auf, das uns stärker macht. Unser eigenes Cloud-Computing-Netzwerk. Unterschreiben die denn einen Vertrag? Hiermit übergebe ich meinen Prozessor an DedSec? Wir sind no. Sie wissen, dass Sie uns vor der Installation der App Zugriff auf Ihre Rechenleistung geben, aber niemals auf Ihre persönlichen Daten. Da braucht man viel Vertrauen. Silicon Valley würde für solche Zugriffsmöglichkeiten töten. Ihr gesamtes Geschäft basiert auf dem Farmen privater Daten. Aber wir kümmern uns um unsere Leute, Mann. Deshalb treten Sie unserer Bewegung bei, um ein Zeichen gegen die Technokraten zu setzen. Genau. So. Schnell mal den neuen Trailer angucken.